Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder mal einen Adventskalender und wir starten jetzt direkt in diese Woche wieder hinein mit jeden Tag ein Adventskalender. Ihr habt ja am Sonntag schon ein Video bekommen, denn ich habe auf Instagram eine Abstimmung gemacht und ihr habt gesagt, ihr habt zu 68% noch keinen Adventskalender gefunden. Keine Ahnung aus welchem Grund, aber ich dachte mir, ich stelle euch deswegen noch ein paar vor. Und ich habe richtig coole dabei. Also es kommt ASOS, H&M, Trended Up, Zalando, Lookfantastic. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Und heute starten wir mit Trended Up. Das ist ja, glaube ich, so einer, den sich die meisten kaufen würden. Und deshalb habe ich schon eigentlich hohe Erwartungen drauf. Weil das ist einer von der Drogerie, der mir halt am besten so gefällt mit dem Catrice. Und ja, deshalb starten wir direkt. So, ich suche erstmal Türchen Nummer 1. Und ich habe es auch schon direkt gefunden. Es ist hier links. Und es fängt schon mal gut an. Und zwar, jetzt muss ich schauen, ob ich das Ganze rausbekomme. Ich habe nämlich keine Nägel mehr. Also keine langen Nägel. Warte mal, wir nehmen einfach einen abgebrochenen Pinsel her zum Rausnehmen. So, und zwar ist es ein Lipgloss, ein High Shine Lipgloss. Richtig cool, in der Farbe 150, ein hochglänzendes High Shine Lipgloss mit wertvollem Arganöl. Ist auch wirklich eine sehr tolle Farbe, gefällt mir gut und ich glaube, dass der auf den Lippen richtig schön aussieht. Ich glaube, den könnten wir kurz mal drauf tun, denn der passt auch zu meinem heutigen Lippenstift. Ja, und der passt auch wirklich sehr gut dazu. Und der glänzt total schön. Und der riecht auch irgendwie gut. Also gefällt mir auf den ersten Blick mal sehr gut. Türchen Nummer 2, ich mache es jetzt einfach hier unten auf. Dann sind wir ein bisschen schneller. Ist ein Nagellack. Und zwar ein Double Volume and Shine Nagellack in der Farbe 011. Ist auch wieder so eine Nude-Farbe und könnte auch vielen gefallen. Nummer 3, Türchen Nummer 3, ist ein Ultra Smoky Eyeshadow Pen in der Farbe 045. Das ist ein wasserfester Lidschattenstift mit langanhaltigem pudrigen Finish. So, und das Ganze sieht so aus. Und der hat irgendwie zwei Seiten. Das ist einmal die eine Farbe hier. Und dann hat man noch hier so einen Verblenderstift. Das ist cool. Also praktisch mit dem könnt ihr das Ganze noch ausblenden. Dann braucht ihr nicht extra einen Pinsel noch mitnehmen. Also auf den bin ich wirklich sehr gespannt. Die Farbe ist auch so ein braun-grauton. Aber ja, cool für den Winter auf jeden Fall. Türchen Nummer 4 ist ein Bronzing Lipstick. Auch wieder in so einer neutralen Farbe, aber ich glaube, das hat ein bisschen Schimmer mit drinnen in der 030. Ja, das ist ein Schimmerton und cremiger, zarter Konturen, scharfer Lippenstift. Okay, jetzt habe ich ja schon was oben. Riecht neutral, aber sieht sehr cool aus. Ist so zum Rausdrehen. Das finde ich ganz cool. Übrigens, den Adventskalender habe ich, weil den hat mir eine Freundin mitgenommen aus der Drogerie, wie sie einkaufen war mit meiner Schwester. Und ja, danke dafür, freut mich sehr, dass ich den jetzt auch habe. Und wir machen weiter mit Türchen Nummer 5, das ist ganz ein dünnes. Okay, jetzt ist der erste Lip Liner dabei und die finde ich wirklich sehr gut. Das ist auch eine coole Farbe, das ist die Farbe 030. Langhaftender, geschmeidiger Präzisions-Lip-Liner. So sieht der aus. Schöne Farbe. Könnte man, glaube ich, zu vielen Lippenstiften benutzen. Und Leute, irgendwie erkennt man da ein bisschen ein Farbschema, oder? Es ist alles so irgendwie so ein bisschen nude, mit ein bisschen Schimmer, aber sehr schön. Gedeckte Töne. Türchen Nummer 6, der Nikolaus, ist wirklich ein sehr großes Türchen und das ist ein Highlighter, Natural Radiant Highlighter. Der sieht bläulich, lila stichig aus. Exklusiv limitierte All-Over Highlighter. Ah, das ist jetzt so ein Produkt, das was extra für den Adventskalender gemacht wurde. It's Time to Shine ist die Farbe und so sieht der aus. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ist so ein bisschen holomäßig gemacht hier.
Und der sieht wirklich sehr schön aus. Das ist jetzt richtig so winterlich. Finde ich sehr schön. Weiter geht's mit Türchen Nummer 7, ein Ultra Smoky Lipstick in der Farbe 030, also auch wieder 030. Sieht auch sehr schön aus. Türchen Nummer 8 ist von Trended Up, der Soft Matte Nail Polish in der Farbe 045. Das ist irgendwie so ein Grauton. Also da bin ich gespannt drauf. So eine Farbe würde ich jetzt eher nicht benutzen, aber vielleicht kann man den schön verschenken. Türchen Nummer 9 ist der Ultra Matte Lipstick in der Farbe 476 Matt. Das ist mal ein ganz anderer Ton. Schaut mal, also der sieht gar nicht aus wie die vorherigen. Sehr schön, sehr knallig, gefällt mir richtig gut für die Feiertage. Kann man auch an Weihnachten sehr, sehr schön tragen. Ein bisschen was Knalligeres. Türchen Nummer 10 ist ganz dünn und zwar ist das ein Ultra Slim Kajal in 040 und es dürfte ein grau-silbriger Ton sein. Schauen wir mal direkt, ob das so ist. Ja, das ist ein silberner Ton. Macht voll schön, dass man sich dann noch so einen Lidstrich dazu zieht. Türchen Nummer 11 ist ein UV Power Gel Nail Polish in der Farbe 155 und es ist wirklich ein sehr, sehr knalliger Ton, Leute. Ein richtig krasses Pink einfach nur. Türchen Nummer 12 ist ein Nude Lip Lace und das ist wieder sowas, was ich mir auch normalerweise kaufen würde. In der Farbe 030, hochglänzender Lipgloss in Nude Optik mit wertvoller Kakaobutter. Ja, und ich muss echt sagen, der hier, das Lipgloss von ganz am Anfang, gefällt mir echt. Sehr gut. Schaut mal, so sieht der aus. Die Farbe ist auch ein bisschen dunkler, 030, aber wirklich sehr, sehr schön. Türchen Nummer 13 ist wieder ein Nail Polish Nummer 1 und es ist auch so ein krasses Pink. 293 nennt sich die Farbe. Und schaut mal, der Unterschied zu dem hier, also die sind sich schon ziemlich ähnlich. Der ist ein bisschen nicht ganz so krass wie der hier, aber ist nicht so meine Farbe allgemein, von dem her finde ich es nicht ganz so cool, dass der jetzt doppelt ist. Türchen Nummer 14 ist ein Single Eyeshadow und zwar Glorora Eyeshadow in der Farbe 020, farbintensiver Wet and Dry Lidschatten. Das sieht ja mal richtig geil aus, Leute. Sehr, sehr schön. Kann man richtig schön auch mit dem Finger auftragen, zum Beispiel auf einen normalen nuden Lidschatten. Türchen Nummer 15 ist wieder ein Nagellack und das ist jetzt auch wieder ein Christmas-Produkt extra für den Adventskalender. Christmas Nail Polish. Das Trended Up Team wünscht dir eine funkelnde Weihnachtszeit. Sehr schön. Das ist ein Dunkelgrün in Glitzer, Leute. Und das passt ja mal perfekt zu Weihnachten. Also, das würde ich aber nur in der Weihnachtszeit wahrscheinlich tragen. Aber wie geil ist es bitte, passend zum Christbaum dann die Farbe? Echt cool. Türchen Nummer 16 ist ein High Shine Lipstick. In der Farbe 035 Shiny. Und die Farbe ist sehr hell. Fast schon so Lachsfarben. Die andere war die 476 von so einem ähnlichen. Und die Farbe sah so aus. Da finde ich den aber schöner. Türchen Nummer 17 ist ein Nail Enriching Wax. Keine Ahnung, was das ist. Sowas habe ich noch nie gesehen. Riecht total neutral. Schaut mal, so sieht das aus. Das sieht aus eigentlich wie so ein Lip Balm. Ja, aber Trended Up hat richtig coole Nägelprodukte, deshalb glaube ich, könnte es eigentlich ganz gut sein. In Türchen Nummer 18 haben wir jetzt wieder einen Lip Liner. Ich freue mich so über den Lip Liner, weil die sind so gut. 205 ist die Farbe und da hinten ist ein spitzer Sharpener drauf. So sieht der aus. Das ist der Contour and Glide. Die Farbe ist auch sehr schön. Und ich sehe gerade, ich habe mich verletzt beim Adventskalender auspacken. Ach, es blutet richtig. In Türchen Nummer 19 ist etwas, was noch gefehlt hat, und zwar eine Mascara. Es muss ja in jedem Adventskalender sein, meiner Meinung nach. Die Endless Effect Mascara Length and Definition. Extra schwarze, verlängernde und verdichtende Mascara mit pflegendem Walnussextrakt. Für Kontaktlinsenträger geeignet. Aber die ist nicht wasserfest. Schaut mal, so sieht die aus. Also nicht wasserfest. Und wir schauen uns kurz das Bürstchen an. Ist auch ein sehr schönes Bürstchen. Gefällt mir echt gut. In Türchen Nummer 20 ist ein Ultra Wear Nude Pen Shine. 010 ist die Farbe. Zartschmelzender, hochpigmentierter Lippenstift mit Jojobaöl und glänzendem Nude Finish.
Klingt auch wieder sehr interessant. Für Lippenprodukte bin ich ja immer offen. Und die Farbe ist auch schön. Türchen Nummer 21 ist ein Nagellack. Und zwar ein Glitter Paint Nail Polish in der Farbe 040. Und da muss ich wieder sagen, ist zwar auch ein krasser rosa-pink-Ton, aber der schimmert so schön. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen diesen drei Farben hier, würde ich definitiv den zuerst nehmen, dann den und dann erst den. Also die sind sich schon, also drei Rosatöne ist schon ein bisschen viel im Adventskalender, aber der ist wirklich toll. Türchen Nummer 22 ist wieder ein bisschen länger und ich sehe, es ist wieder ein Lippenprodukt. Und zwar ein Waterdrop Lip Color in 030. Farbintensiver Lippenstift mit Avocadoöl, Hyaluron, verleiht den Lippen ein samtiges Finish. Sieht so aus, der ist ein bisschen dicker und der ist auch zum Rausdrehen. Der dreht sich ganz langsam raus. Okay, so sieht der aus. Gefällt mir auch sehr gut. Türchen Nummer 23 ist wieder ein Waterdrop Lip Liner in der Farbe 020. Präzisions-Lip-Liner, hält bis zu 8 Stunden und ist hochpigmentiert und wasserfest. Ist auch eine tolle Farbe, kann man auch wieder zu vielen benutzen. Und hat auch so eine schöne Spitze. Und jetzt das Grande Finale, Türchen Nummer 24 und das muss jetzt echt ein Highlight sein. Und zwar ist es krass. So This Is Christmas, ein Radiant Highlighter. Der ist ja mal mega geil und das wäre auch schon das dritte Produkt, was jetzt extra nur für den Adventskalender gemacht wurde. Und oh mein Gott, so ein schöner Highlighter. Der sieht aus wie der Mary Luminizer vom Ton her. Ich habe den ja zu Hause. Weihnachten ist ein magisches Fest, denn wo man auch hinsieht, alles funkelt und leuchtet. Und es passt zu diesem Highlighter. Das ist wirklich eine schöne 24, richtig cool. So, und jetzt haben wir auch schon alle Türchen durch. Und ich muss sagen, es hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht, den Kalender auszupacken. Es waren halt sehr, sehr viele Lippenprodukte. Also es waren wirklich die Hälfte der Produkte Lippenprodukte. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, mir gefällt das. Ich liebe Lippenprodukte und ich kaufe mir davon so viel und teste mich momentan so viel durch. Deshalb finde ich es eigentlich ein Pluspunkt, aber viele würden sich wahrscheinlich Variationen ein bisschen wünschen. Was ich cool finde, ist, dass wir eine Mascara hatten, einen Highlighter, also beziehungsweise zwei Highlighter, wobei der wirklich total meins ist. Viele mögen ja diese lila-stichigen, für die ist das dann auch bestimmt was. Und dann hatten wir noch 6 Nagellacke drinnen und 2 andere Nagelprodukte, wobei ich sagen muss, da könnte man vielleicht als Highlights diese 3 hier rausnehmen. Das sind jetzt so meine Lieblingsnagelprodukte. Und die 3 müssen jetzt nicht unbedingt sein. Ja, dann ein Mono-Eyeshadow, auch sehr schön. Aber da hätten vielleicht auch 2, 3 drinnen sein können in anderen Farben. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich echt happy mit dem Kalender. Der kostet 24,95 und für das Geld ist er echt richtig cool, gefüllt mit Make-up und Nagelprodukten. Also ich kann ihn euch empfehlen. Ich würde dem Kalender jetzt eine... Also ich würde ihm 8 Punkte geben, weil ich ihn Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich gut finde und weil ich weiß, dass andere Kalender für 39 Euro zum Beispiel weniger Make-up drinnen haben. Also für alle von euch, die einen Make-up-Adventskalender suchen, kann ich euch nur empfehlen und besonders, wenn ihr Lippenprodukte testen wollt. So, und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wir starten jetzt in eine richtig coole Adventskalenderwoche. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir auch gerne ein Abo da und ich freue mich, dann sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!